Moin moin Leute und herzlich willkommen zum GBL Spieltag Nummer 10. Es geht ran gegen Maxi und den Kader Fannin Gator, der auch zum Rückrundendraft einige insane Upgrades bekommen hat. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Und die Wechsel, die wir in diesem Kader sehen, sind extrem nice und extrem gute Wechsel, extrem starke Wechsel. Wir sehen da Zapdos, Roserade, Gardevoir und Gorgason. Und neben diesen neuen Pokémon sehen wir natürlich auch noch altbekannte Gesichter, wie zum Beispiel Alolas Nobilica, Terrakium, Entei, Trikefalo, Metacross, Ordoch und natürlich unser Freund Gastrodon. Besonders Zapdos hat im Teambuilding hier und da Probleme bereitet, aber auch natürlich Metacross wieder eine extrem große Gefahr. Terrakium kann eine ganze Kader im Alleingang zerstören, theoretisch. Und Entei ist natürlich auch ein Ding. Der ist beim letzten Mal aber so ein bisschen unser Setup-Fodder gewesen, deswegen weiß ich gar nicht, ob der unbedingt mitkommen muss. Schauen wir uns einfach mal an, was ich heute mitbringe. Und ich habe mir heute gedacht, wir gehen sehr offensiv an die Geschichte ran. Das wurde sicher in den Kommentaren durchaus gewünscht. Der Kader ist so super offensiv, spielt doch offensiv. Deswegen spielen wir heute offensiv. So sieht's aus. Pokémon Nummer 1 ist Raikou. Und den spielen wir direkt komplett voll speziell offensiv, volles Initiative-Investment, weil wir mit Alolas Nobilica Speed teilen dann. Ich wollte mich nicht langsamer machen. Wir tragen den Lebenorb, scheues Wesen, Erzwinger als Fähigkeit und als Attacken haben wir Donnerblitz, Aurasphäre, Sondersensor und Toxin. Auch Pokémon Nummer 2, das ist Sneebel, Speed Tide mit Alolas Nobilica. Das ist sehr interessant. Es ist das schnellste Pokémon im gegnerischen Kader und damit genauso schnell wie unsere zweit- und drittschnellsten Pokémon. Sneebel spielen wir auch sehr offensiv mit dem frohen Wesen. Konzentrator als Fähigkeit. Es gibt zwar, glaube ich, keinen Bedroher im Gegnerteam, aber trotzdem ist es die beste Fähigkeit, die Sneebel halt hat. Und der Barbiri-Bäre, das ist die Anti-Stahl-Bäre, für den Patronenhieb von Metacross vor allem gedacht. Als Attacken haben wir dabei Abschlag, Dreifachachsel, Schwertanz und Fußkick. Und auch Pokémon Nummer 3 ist komplett offensiv. Es ist Keldeo mit frohem Wesen, Redlichkeit als Fähigkeit und Zauberwasser als Item. Keldeo muss komplett Initiative invested sein, damit es mit Terrakium Speed Tide und damit wir die Möglichkeit haben, schneller zu sein. Ich denke, ist ganz logisch. Zauberwasser soll unser Surfer boosten, der gegen den ganzen Kader insane aussieht. Abgesehen von Roserade und Gastrodon, das ist klar, aber ich weiß gar nicht unbedingt, ob die beiden mitkommen. Roserade ist eine Option, Gastrodon sehe ich als sehr kritisch an. Mystoschwert ist dann noch dabei, Luftschnitt und noch Gedankengut. Und auch Pokémon Nummer 4, das ist Krabbit, auch der ist offensiv. Wir spielen das mit einem harten Wesen, Kraftkoloss als Fähigkeit und dem Walschall als Item. Der sollte alles outspeeden können, theoretisch, außer vielleicht gegnerische Scarfer, falls Terrakium Scarf ist oder falls, keine Ahnung, Trikefalo Scarf ist oder irgendwas. Das können wir dann nicht unbedingt outspeeden, aber eigentlich normalerweise sonst alles. Als Attacken haben wir Mega Kick, Pferdestärke, Fassade und Kehrtwende dabei. Das Problem ist so ein bisschen die Statik von Zapdos, deswegen habe ich mich für Fassade entschieden. Relativ simpler Grund eigentlich, denn dass Zapdos in Krabbit reinkommen kann, ist natürlich eine gute Option, weil Bodenimmunität und Boden-Pokémon. Wenn wir dann aber mit Mega Kick predikten oder mit Kehrtwende oder irgendwas und zufällig die Statik-Para kriegen, dann können wir in Zukunft dann immer Fassade drücken und das ist doch ganz nett. Ich habe auch sehr lange überlegt, so eine Anti-Status-Dingsbeere zu spielen, hier die Brunusbeere, aber habe mich dann letztlich dagegen entschieden, weil Walschall eigentlich geil aussieht und Mega Kick gegen alles insane Schaden macht. Wir haben zwar Gorgason als Geist, aber sind wir ehrlich, den werden wir schon irgendwie los. Pokémon Nummer 5 ist dann das erste defensive Pokémon. Es handelt sich um Selfe. Das spielen wir mit einem kühnen Wesen, Schweber als Fähigkeit und Überresten als Item. Und ja, der ist zwar defensiv ausgelegt, kommt hier aber mit Gedankengut und Delegator. Man kennt es, mein Lieblingsset. Kraftvorrat und Diebeskurs sind doch dabei. Ich musste mich hier leider für Diebeskurs entscheiden, auch wenn wir mit diesem Set Metacross nicht gut treffen. Aber sonst hätten wir Alolas Nobilica gar nicht treffen können. Sonst hätten wir Trikefalo gar nicht treffen können. Und das können wir eigentlich nicht riskieren, weil der Spukball halt dann nothing macht. Klar wäre dagegen Metacross besser gewesen, aber wenn wir Metacross vielleicht ein bisschen angechippt kriegen und ein paar Gedankengüter rauskriegen, sollte auch das kein großes Problem darstellen. Und ich denke mal, Selfe wird hier doch hoffentlich heute mal zeigen, was er kann, Alter.
Und Pokémon Nummer 6, das ist wieder offensiv. Es ist Heatran mit einem mäßigen Wesen, Flammkörper als Fähigkeit und dem Luftballon als Item. Ja, wir spielen das auch komplett offensiv. Ordentlich Initiative drin, aber sehr, sehr viel Spezialangriff. Und das ist ein Biest. Speziell offensiv ist das ein Biest. Wir spielen Lavasturm, Toxin, Talstein und Lichtkanone. Theoretisch brauchen wir nicht mehr als Lavasturm und Lichtkanone, um alles gut hitten zu können. Und Toxin für Gastrodon ist noch ganz wild. Was Besseres haben wir eben auch nicht. Und natürlich die Talsteine für den gewissen Chip-Chap. Ihr kennt's doch. Ja, das ist unser Team für den Kampf, der jetzt gleich folgt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Kampf und ich hoffe auch, dass ihr endlich, also drückt mir die Daumen, wir brauchen den Sieg für die Motivation, Leute, für die Motivation. Rein in den Kampf, viel Spaß und let's go. Herzlich willkommen, Leute, zum Spieltag 10, glaube ich, gegen Maxi. Und er bringt mit Gorgason, Terrakium, Zapdos, Gardevoir, Metagross und natürlich auch noch Alola, Snowbilly, Cattle. Und ja, da bin ich doch sehr gespannt drauf, was daraus wird. Also wirklich gespannt drauf. Das kann sehr, sehr interessant werden. Und ja, womit möchte ich denn eigentlich leaden? Das ist hier eine große, große Frage. Das weiß ich gar nicht, ob das so das Team ist, was ich gesehen habe. Es gab keine Testkämpfe im Vorfeld diesmal wieder. Das heißt, es wird wieder alles richtig dick schief gehen. Ja, womit möchte ich denn hier leaden? Eigentlich sieht grundsätzlich Heatran echt nicht verkehrt aus. Da kann man kein Auge drauf machen, klar. Terrakium wäre scheiße. Switch-Ins haben wir nicht so wirklich, wirklich. Wir könnten auch mit Percy reingehen. Na, ich glaube Heatran. Ich glaube, mit Heatran reingehen, das passt schon irgendwie, I guess. Da können wir erst noch versuchen, Talensteine zu legen und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das passt. Okay, dann trage ich noch ganz kurz die zwei fehlenden Pokémon hier in den Kalkulator. Damit ich nebenbei so ein bisschen gucken kann zumindest. Und bin sehr, sehr gespannt. Wow, ist das laut. Mit was Maxi leaden wird. Ich glaube, ich bin mit allem relativ fein, außer Terrakium. Terrakium wäre nicht so geil. Wir können in Self, klar, aber ob das so das Ding ist. Self-Destruct. Self-Destruction, Self-Motherfucking. Den können wir auf jeden Fall Schaden pumpen. Das Ding ist natürlich, möchte ich meinen Luftballon hier an der Stelle an einer Hydro-Pumpe verlieren. Angenehm wäre das nicht. Wir müssten aber immer schneller sein als der und können hier eigentlich locker zweimal Dingens drücken. Wir könnten aber auch auf Percy rausgehen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ne? Percy kriegt von dem Spukball sehr viel Schaden. Der wird jetzt aber nicht Spukball drücken, oder? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das heißt, Keldeo ist eine Option, aber was macht Keldeo im Umkehrschluss? Ich denke mal, ich drücke hier schlicht und ergreifend einen Lavasturm und wir probieren das Beste. Ich muss mal ganz kurz eine Sache checken, nicht, dass wieder Fehler unterlaufen ist. Mysto-Schwert müsste richtig sein, oder? Nicht einwechseln, bitte. Ja, ich denke mal, Lavasturm können wir hier mal drücken. Auf lockere Basis, klar, jetzt können Tarnsteine kommen halt. Ich sag aber, gegen den Crit habe ich nicht viel einzuwenden. Crit wird nicht reichen wahrscheinlich. Je nachdem, wenn der Full KP ist, ist natürlich auch wieder eine schwierige Geschichte. Das habe ich jetzt gar nicht so geschaut. Machen wir aber trotzdem in Ordnung Schaden. Lavasturm kommt auch erstmal. Der ist glaube ich nicht Full KP. Und es kommen hier erstmal auf ganz lockere Basis die Tarnsteinika. Damit kann man leben, denke ich. Da können wir auch unsere Tarnsteine legen, I guess. Rausgehen kann er jetzt eh nicht. Und Tarnsteine legen klingt eigentlich smart. Auf der anderen Seite ist natürlich das Ding, den Luftballon könnten wir uns jetzt aufbewahren. Aber danach kommt sowieso Terra rein. Und Tarnsteine zu haben, wäre schon Wildo, weil er dann vielleicht auch so auflockern scheißen muss. Ich glaube, ich drücke einfach Tarnsteine. Ich glaube, ich mach's einfach. Gastrodon ist nicht dabei, was sehr wild ist. Das ist sehr, sehr interesting. Wir haben Tarnsteine gesehen auf Gorgason. Ob das noch viel bringen wird, die Information, weiß ich nicht. Spukball kommt jetzt, klar, Luftballon ploppt. Schön ist es nicht. Und der Spätz-Death-Drop. Der sollte aber nicht weiter mattern, I guess. Und wir drücken jetzt einfach eine Lichtkanone, damit ist Cursola weg. Beziehungsweise Gorgason, verzeihen Sie mir bitte meine freche Sprechweise. Rauswechseln kann er eh nicht. Können wir noch irgendwie groß was machen, um jetzt dann einfach Terra zu verhindern? Nee, ne? Und Terra switchen ist halt nicht unbedingt gegeben. Safe kann immer. Ja, wir müssen erstmal gucken. Wo haben wir denn Terrakium? Hier.
Wie sieht das aus gegen Yuxi? Ja, wenn der Live-Op ist, macht die Steinkante schon netten Schaden, sag ich mal. Wir könnten drin bleiben, dann einfach auf eine Lichtkanone drücken. Ob er sich das leisten kann, weiß ich nicht, weil eigentlich hat er mit Nahkampf nicht viel zu verlieren. Das Ding ist, eine Steinkante tötet uns mit Leben auch schon, ja. Und damit schon mal kein 6-0. Das ist sehr angenehm. Ja, Spukball, aber ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht mehr aufschreiben. Eigentlich ist es Terrakium jetzt immer. Weil er natürlich nicht weiß, ob wir nicht schneller als Metagross sind, maybe. Und ich glaube, das wären wir. Oder? Spielmäßiges Wesen. Wir müssen also nicht schneller sein als Metagross. Ist jetzt halt nur die große Question of Doom. Möchten wir, wenn... Ich glaube, es ist Heatun abschmeißen eher, oder? Klar, der ist gegen Metagross noch geil. Der ist gegen Snobilica theoretisch geil. Der ist gegen Zapdos theoretisch geil. Wobei man da auch nicht schneller sein muss unbedingt. Es kommt natürlich Terrakium rein. Klar. Eject Pack. Man kennt ihn. Und wenn er jetzt einen Nahkampf zimmert er jetzt einen Nahkampf. Ich möchte jetzt aber eigentlich Trelawney nicht so anchippen lassen, glaube ich. Was kann Terrakium gegen Selfie großartig machen? Kann er Knirscher? Weiß ich gar nicht. Geistmuff sollte der auch nicht großartig können. Wir können dann auch auf Percy gehen. Aber ich denke, Trelawney ist es dann eher. Wenn er nicht Leben Orb ist, muss er uns auch nicht killen mit der Steinkante. Oh, will ich den jetzt hier abschmeißen einfach? Ich glaube ja. Ich glaube, ich drücke hier einfach eine Lichtkanone rein. Vielleicht geht er nicht für Nahkampf. Er geht für Steinkante und die muss nicht killen. Okay, sie killt. Steinkante. Jetzt ist natürlich die große Frage. Möchten wir einfach auf Kretze gehen? Oder möchten wir auf Percy gehen? Percy ist, glaube ich, nicht mal so scheiße. Wir könnten auf Percy gehen. Was kommt dann da rein in Percy? Eigentlich will der nicht so wirklich irgendwas rein, oder? Der kann Zen-Kopfstoß haben. Ich will mal gucken gerade. Keldeo. Und wenn was, wenn der Zen-Headbutt hat. Da war kein Live-Orb auf jeden Fall. Zen-Headbutt killt uns in erster Linie nicht. Surfer sollte aber gegen alles hier sehr soliden Chip-Chap machen. Deswegen drücke ich, glaube einfach einen Surfer. Ich gehe hier, glaube gar nicht großartig auf Gedankengut jetzt erstmal noch nicht. Ich glaube, ich drücke erstmal nur einen Surfer. Wir sind im Speed-Tie. Das ist das Ding. Und er geht raus. Und was kommt da rein? Teleport. Das Gardevoir wahrscheinlich, ja. So, der kriegt schon mal Tarnstein-Chip, was sehr wild ist. Der könnte Scarf sein. Und der kann uns killen mit seinem Psycho-Shock. Ich glaube, Moonblast nicht unbedingt. Boah, das war wenig Schaden. Das Lefties. Okay. Jetzt die Frage. Wo haben wir denn Gardevoir? Leftovers. Wir sind ein Keldeo. Wenn wir jetzt... War das der Schaden? Nee. Der muss defensiver sein. Safe. Wenigstens Full KP. Vielleicht dann kein Speed Investment. Oder kein Spezialangriffsinvestment. Das ist jetzt die Frage. Aber das... Er könnte auch ein bisschen speziell defensiv sein, potenziell. Ich denke mal... Ist es jetzt ein Trelawney gehen? Maybe. Wir könnten aber auch Karm meinten. Wir können es aber auch lassen. Obviously. Den jetzt hier zu verlieren muss nicht sein. Mondgewalt ist halt relativ obvious. Weswegen ich jetzt ungern... Ja, wenn der nicht... Wir könnten einmal für Gedanken gehen. Auf plus 1. Müssen wir den immer noch nicht killen, ne? Das ist halt so ein bisschen das... Der Shit jetzt. Ich glaube, ich gehe raus auf Trelawney. Ich glaube, ich try's einfach. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich meine, das war schon mal Chip-Chap. Und Chip-Chap ist schon mal nicht schlecht. Schlecht. Grundsätzlich. Was kommt von ihm? Wunschtraum. Einfach ein Wish. Es ist ein Wish-Set. Okay. Grundsätzlich gefällt mir das. Grundsätzlich gefällt mir. Wir machen natürlich nichts gegen den, das ist klar. I guess wir sind schneller als vieles. Ich würde hier aber trotzdem erstmal für einen Sub gehen, glaube ich. Ich glaube, Sub könnte es erstmal sein. Ist halt immer noch die Frage, also der kann den Sub breaken, wenn er, auch wenn er kein offensives Investment hat, ist die Frage, ob er Mondgewalt spielt oder ob er irgendwie so... Was wird er noch haben? Wird er eher einen Psycho-Move oder wird er den Feen-Move haben? Wird er...
Was wird er haben? Und wogegen können wir uns jetzt setupen? Ein Zapdos kommt easy. Metacross sollte auch... Na, gegen Metacross könnte es noch ein bisschen shitty werden, weil wir gegen Metacross irgendwie auf plus 6 gehen müssen oder so, um den gefährlich zu werden. Mit dem Set, was wir haben. Er bleibt auf jeden Fall drin. Okay. Psyshock. Na gut. Das sollte den Sub mal nicht breaken können. I guess. Ja, das war schon mal nicht sehr effektiv. Das ist gut. Dann würde ich sagen, ist das unser Calm-Mind Nummer 1. Wir haben Psyshock gesehen. That's not that damn that much damage. Ich gehe zu Gedankengut. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Metacross ist halt ein Ding, ne? Er muss eigentlich fast schon in den Metacross rausgehen, um hier weiter pressuren zu können. Metacross kann unseren Sub immer breaken. Wir können dem auf plus 1 nicht viel. Wir können dann auf plus 2 und so weiter, klar. Können wir dem aber immer noch nicht wirklich viel. Ich glaube, wir können den erst viel, wenn wir plus 6 oder plus 5 sind. Sowas in der Richtung. Ja, plus 5 wäre okay, wenn das ein offensives Metacross ist. Wenn nicht, schwierige Kiste. Er muss aber raus. Er muss eigentlich in Metacross gehen. Explosion! Das ist Metacross? Okay. Wir haben noch Psycho-Shock gesehen. Psycho-Shock. Ja. Gedankengut. That's it. Jetzt wünsche ich mir so ein bisschen den Spukball dabei zu haben, aber haben wir natürlich nicht. Und auf plus 1 machen wir natürlich Nina Nothing. Also wirklich Nothing, ne? Das ist ein bisschen traurig. Und wir können jetzt auch nicht wirklich viele reinschicken. Da kommt kein Zen-Kopfstoß, I guess. Das heißt, wir könnten in Percy gehen. Ist die Frage, was macht Percy gegen dieses Metaboss? Wahrscheinlich gar nicht so wenig. Ist guter Schaden. Möchte ich einfach drin bleiben und auf plus 2 gehen. Dann könnten wir rausfinden, ob wir schneller sind, aber nützt uns halt nichts. Plus 3 ist dann okay. Plus 4 könnten wir uns schon... Könnten wir schon Schaden machen, ja. Plus 4 müssten wir kommen. Aber wir sind ja gerade mal... Das ist schwierig. Weil er macht halt mehr Schaden und er kann halt immer den Boost kriegen. Das heißt, eigentlich ist Percy hier so ein bisschen eher das Ding, I guess. Wir könnten auch in Dolores, aber nicht auf den Dings... Den könnten wir natürlich nehmen oder den. Ah, ich glaube, ich probiere es einfach. Ich glaube, ich probiere es einfach weiter. Den zu breaken wird halt schwer wie Sau, ne? Sternhieb kann aber missen, was er auch tut. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Für unseren Plan hier. Entschuldigung. Weil auf plus 4 werden wir dem schon ein bisschen gefährlich, okay? Wir sind jetzt auf plus 2 erst. Und plus 2 ist natürlich... nicht krass. Okay. Wir gehen auf plus 3. Wie gesagt, der kann missen. Sternhieb kommt. Er ist übrigens schneller auch. Das ist wichtige Information. So. Der Sub breakt dann natürlich jetzt. Wir gehen auf plus 3. Oh, er kriegt den Angriffsboost. Das ist aber gar nicht gut. Ich denke mal, dann müssen wir jetzt schon fast anfangen, den... Sind wir jetzt auf plus 3? Ja, ne? Oder? Wir machen dem halt immer noch nicht viel. Er macht uns jetzt aber an die 50%. Kann bis zu 50% machen, je nachdem, was es auch für ein Set ist und so weiter. Wir sind plus 3, ja. Wenn wir jetzt noch einmal auf plus 4 gehen, machen wir dem guten Schaden. Also halbwegs guten Schaden. Je nachdem, was es auch für ein Set ist, ne? Können natürlich weiter auf den Miss gamblen, das ist klar. Plus 4 gehen oder lieber zweimal Damage raushauen. Ich glaube, zweimal Damage raushauen. Ich glaube, es ist eher zweimal Damage raushauen. Und so Sternhieb kommt und trifft natürlich diesmal auch. Macht doch guten Schaden. Kraftvorrat kommt und trifft natürlich auch. Das macht nothing. Strong. Strong, strong, strong. Was ist, wenn ich jetzt in Keldeo gehe? Was ist, wenn ich jetzt in Keldeo gehe? Wir müssen den noch nicht killen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und Gardevoir ist wieder full, ne? Full life. Wenn wir den jetzt noch weiter anchippen... Ist Safe ist unbedingt riesig wichtig? Warte mal.
Wenn wir dem jetzt noch, wir können noch ein Dings leben halt. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen anchippen, können wir dann im Anschluss auf Kelio gehen und pressern. Der ist irgendwie aber auch eher defensiv, glaube ich. Also zumindest hat er irgendwie eine AV oder sowas. Kommt das hin? Assault West, das kann hinkommen, ne? Ja, da macht unser Surfer nämlich auch gar nicht mehr so viel tatsächlich. Ich muss aber nochmal für Kraftvorrat gehen, I guess. Ja, ich muss nochmal für Kraftvorrat gehen. Wir müssen hier, glaube ich, Juxi schon, also Selfie schon abschmeißen. Steinheb kommt und trifft auch wieder. Killt noch nicht. Kraftvorrat kommt again. Jetzt wird der Surfer relativ sicher killen, glaube ich. Wenn wir dann in Keldeo drin sind. Ja. Und wir müssen jetzt halt... Ist der Scarf? Wissen wir, ob der Scarf ist, maybe? Kann gut sein, ja. Ja, ich denke mal, es ist jetzt, again, Kraftvorrat. Ich möchte die Zeit ganz kurz nutzen, um was gegen Gardevoir zu probieren, beziehungsweise herauszufinden. Wenn der kein Investment hat, macht Psystock trotzdem viel zu viel Schaden. Das ist sehr traurig. Wir können immer noch auf den Mist gamblen. Wir müssen da auf den Mist gamblen irgendwie, ne? Wir können dann theoretisch auch in Crabbert gehen und einfach Dingsen. Wie viel machen wir mit Crabbert? Gegen ein Metacross. Das Ding ist, Diggersby lässt natürlich 26-31%. Das ist nicht genug, glaube ich. Wir können auf Dolores gehen, I guess. Und Abschlag drücken. Maybe. Wir können auf Krummbein gehen. Wie viel macht Krummbein gegen den? Das ist nicht Keldeo. Das ist irgendwie eher Raikou, I guess. Macht aber genug Schaden, glaube ich, ja. Und da kann auch nicht so wirklich was reinkommen. Nee. Ich denke mal, es ist eher Raikou. So. Ja. Safe ist damit leider raus schon. Das ist sehr schade. Und auch Heatran ist natürlich raus. Und wir drücken hier immer Donnerblitz, I guess. 42-50%. Der hat doch mehr, als ich dachte. Aber das sollte doch reichen, oder? Reinkommt, tut nichts in den Donnerblitz. Das heißt, ich drücke Donnerblitz. Und ja. Mal gucken. Speziell defensives Zapdos könnte reinkommen. Ich glaube, der kann den Donnerblitz gut nehmen. Raikou... Ja, speziell defensives kann reinkommen, potenziell. Na klar. Wenn der noch irgendwie so Spätstef-mäßig ist, ja. Aber dann drücke ich dem halt noch einen Donnerblitz und noch einen Donnerblitz. Aber erstmal muss Metagross weg. Der muss fallen jetzt. Sonst ist halt shitty. Aber wenn der fällt, ist ganz geil. So, das wäre wild. Das wäre richtig wild. Terrakium wird immer mehr zur Gefahr. Wenn der jetzt reinkommt, macht er immer Aua gegen irgendwas. Explosion geht nochmal raus. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Und Teleport kommt rein. Oh, Gardevoir. Ja, sehe ich den Punkt. Es ist Raikou. Donnerblitz kommt. Der muss defensiv sein in irgendeiner Welt. In irgendeiner Weise. Da ist nicht mal mehr nur Full KP, glaube ich. Oder? Jawohl, es könnte eine... Ja, doch, es kann schon sein. Ich denke mal, es ist nochmal vielleicht eher Toxin, damit er sich nicht gegenwischen kann. Ich glaube, ich drücke hier... Der kann nichts gegen Toxin haben, ne? Toxin. Let's go. Ich drücke hier Toxin. Der kann natürlich Vitalglocke haben, klar. Das ist keine Frage. Kann er haben, Ja. Muss er aber nicht. Ich drücke eine Runde Toxin und guck, was passiert. Es kommt jetzt Protect. Ja, okay. Das ist fair, glaube ich. Toxin hat er gesehen. Jetzt würde ich aber nochmal Donnerblitz drücken, maybe. Oder jetzt Toxin. Jetzt kann er halt nicht protecten. Oder lieber doch Donnerblitz. Das Problem... An Toxin ist, dass er sich, an Donnerblitz ist, dass er sich halt mit Wish gegenheilen kann. Mit Toxin drauf, aber eben nicht. Deswegen drücke ich einfach nochmal Toxin. Ja. Ich glaube ja. So.
Ach, der ja, Synchro. I fühle. I fühle. Okay, der wischt ja Psy-Shop und Schutzschild, haben wir gesehen, ja. Problem für uns ist natürlich, dass der, das ist klar, Psychoschock hat und nicht Psychokinese. Psychokinese wäre für Keldeo natürlich deutlich angenehmer. Den jetzt zu breaken wird natürlich sehr unangenehm. Ich denke mal, wird er noch Mondgewalt dabei haben? Was macht Sneebel gegen den, wenn der so ein bisschen defensiv ist? Sneasel. Knockoff macht bei weitem nicht genug. Wir könnten in Kretze gehen und damit irgendwas machen. Ich denke mal, Diggersby kann hier einfach Megakick drücken immer. Ich gehe jetzt einfach in Kretze. Wenn er jetzt hier protecten will, kann er das sehr gern tun. Wir könnten auch für eine U-Turn, aber ich glaube, Megakick ist es eigentlich immer, oder? Vitalglocke. Okay. Okay. Da möchte ich gerne mal Metagross. Metagross müsste ja so bei paar 40% sein. Wir könnten U-Turnen einfach. Das ist natürlich eine Option. Aber Megakick können wir einfach drücken, oder? Ich drück einfach Megakick. Wenn Explosion reinkommt, dann kommt Explosion rein. Wenn Zapdos reinkommt, dann kommt Zapdos rein. Wenn Persian, also Snobilikat reinkommt, dann kommt halt Snobilikat rein. Ich denke mal, gegen alles sollten wir guten Schaden machen können. Das Wahrscheinlichste ist für mich Zapdos, wegen der Statik. Das Ding ist, die Statik ist halt so ein Ding. Megakick trifft sogar, nice. Die Statik ist halt so ein Ding. Bollenhelm, okay. Der kann jetzt natürlich Roosty-Moosty machen und so ein Kram. Ich gehe jetzt auf Krummbein einfach raus. Der wird roosten, bin ich mir relativ sicher. Die Statik ist ein Ding. Das Gute daran ist, wir können jetzt immer Fassade drücken. Und müssen nicht mehr missen. Das Schlechte ist, wir sind geparat. und Bollenhelm, okay. Bollenhelm haben wir gesehen. Ist fair. Ihr Keldeo Gedankengut rauszukriegen, wird nochmal schwierig. Glaube ich. Ja. Der muss ziemlich physisch defensiv sein, glaube ich, damit er das so gut lädt. Naja, obwohl so gut war das gar nicht. Na gut. Ist fein. So, gerade war als letzter Move ist die Vitalglocke, by the way. Das heißt, der hat nothing. Nothing! Gegen Sneebel. Das ist sehr, sehr schön. So, Raikou kommt. Tarnsteine, gleich kriegen wir ein bisschen Toxinschild, Erzwinger, die Stars, man kennt ihn. Und es kommt Roost, ja. Das ist aber fair. Und Gardevoir ist natürlich wieder ein Ding. Wir könnten auf Gardevoir doublen, aber der kann Kehrtwende drücken. Weiß nicht, ob er das will, ehrlich gesagt. Zapdos ist jetzt wieder relativ fit. Kann er uns hier outroosten, wenn er physisch defensiv oder eher physisch defensiv ist? Ja, maybe. Ein Toxin drauf wäre nicht schlecht, aber ich drück einfach mal Donnerblitz. Wir sind ja schneller und damit sollten... Also kommt sein Roost natürlich nicht vorher, was wichtig ist. Ja, es ist ungefähr derselbe Schaden, ne? Ruhort again. Okay. Mal einmal Toxin drücken. Klar, Vitalglocke ist ein Ding. Er kann sich auf jeden Fall gegenheilen, so wie ich das sehe. Ich drück Toxin. Wird dieses Terrakium gescarft sein, ist die Frage. Also dann hätte er theoretisch nicht so viel Schaden machen dürfen gegen Heatran, oder? Weil das Ding ist, Choice Scarf macht die Steinkante 45 bis 53. Wir hatten ein bisschen über 50%, oder? Deswegen weiß ich nicht. Ja, wir könnten uns den nochmal aufheben, Krummbein, aber ich komme, glaube ich, nicht nochmal in die Tarnsteine rein, wenn ich das richtig sehe. Wir haben 37 KP, ich denke mal, das ist weit zu wenig, ja. Ja, es sind genau 12%. Ist gar nicht so weit zu wenig. Und er kann jetzt nochmal roosten halt, ja. Wir könnten uns den daher nochmal aufheben. Und auf Dolores gehen. Er muss nicht angreifen, er wird einfach roosten, oder? Ich gehe daher einfach auf Dolores.
So, Sneasel. Triple Axel gegen Zapdos. Viel Schaden. Viel Schaden. Maybe, aber not enough. Jetzt wünschte ich mir so ein bisschen... Ein kleines bisschen wünschte ich mir jetzt... Damage-Boosting-Item. Weil ob wir von Metagross überhaupt noch ein Patronieb leben, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Wenn wir hier mal gucken mit Sneasel... Bullet Punch. Ja, doch, leben wir noch. Ich denke, es ist einfach Triple Axel, oder? Ja, es wird einfach Triple Axel sein, I guess. Er kann rausgehen, vielleicht wäre Schwerthand er das Ding gewesen. Maybe, ja. Aber ich denke mal, Triple Axel ist auch fair. Klar, wir können uns auch hier eine Statik zuziehen. Keine Frage. Und Terrakium? Huch! Da würde mich jetzt aber interessieren, was wir gegen Terrakium noch mit Raikou... Kriegen wir da nochmal eine Aurasphäre? Theoretisch können wir noch eine rauskriegen. Die macht sogar fruchtigen Schaden. Aber ich habe bisher noch nicht so das Gefühl, dass es gut läuft. Ich drücke auch einfach das Obvieste, was ich drücken kann, ehrlich gesagt. Und bei ihm ist jetzt halt die Frage, will er hier was reinschmeißen? Boah, das macht ja nothing, holy shit. Und der Beulenhelm, ja, true. Ich meine, das ist okayer Schaden. Statik ist frech. Wenn wir nochmal treffen, wäre es okay für mich. Aber dann leben wir jetzt auch kein Patronieb mehr. Offiziell. Ja. Dann wäre es doch fast eher Abschlag gewesen, ne? Kehrtwende. Killt wahrscheinlich, ne? Ja, Zapdos haben wir Ruheort gesehen. Ruheort, Kehrtwende. Das war's, oder? Ja, und Sneeble ist dann auch weg. Holy Macaroni. Na, das sieht jetzt noch nicht gut. Ich meine, Metagross ist sehr gechippt, Zapdos ist sehr gechippt. Das war's. Gerade war er schon mal Schaden gesehen irgendwann, aber kommt halt immer mit seinem scheiß Wunschtraumgedöns. Parting Shot kommt. Und ich guesse jetzt einfach mal, dass das in Ordnung ist. Wenn wir... Achso, Krummbein kommt ja gar nicht nochmal rein, ne? Das Problem mit Percy ist... Wobei, ist das ein Problem? Wir könnten ja einfach mal Gedankengut drücken. Das Problem ist natürlich Parting Shot. Ja, ist blöd. Keldeo macht auf jeden Fall ganz netten Schaden. Jetzt hätte ich gern Sub oder so dabei, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, Gedankengut ist fein. Wir sind jetzt bei... Wie viel Prozent? Wir haben 12... Ne, wie viel haben wir verloren? Doch, 12% haben wir verloren, ne? Ja, müssten 12 sein. Das heißt... Warte mal, ich würde das gerne gegen Gardevoir sehen. Keldeo. Könnten von einem eher defensiven Gardevoir halt noch gut was leben. Deswegen gehe ich jetzt für Gedankengut. So ein Ding ist es nämlich. Und dann können wir nur noch hoffen, ne? Er hat Lefties. Leftovers. Und auf +1 sollten wir sogar ganz in Ordnung Schaden machen. Wenn er jetzt wirklich für Parting Shot geht, nicht. Er geht echt für Abgangstirade. Okay. Abgangstirade. Ja, das Einzige, was schneller wäre jetzt, ist halt, was schneller sein kann, ist Terrakium. Und halt Strobilicat, aber der war nicht schneller, haben wir gesehen gerade. Gardevoir kann jetzt reinkommen und muss aber eigentlich immer Psychoschock drücken. Weil er nicht zulassen kann, dass wir nochmal Calm meinten. Ich würde aber nochmal Calm meinten wollen, glaube ich. Wenn Gardevoir kommt. Warum? Er macht so unglaublich viel Schaden, ne? Das ist unfassbar. Holy moly. Also, holy moly. Selbst ein defensives Gardevoir macht so viel Schaden. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Auf +1 können wir halt immer über 50% machen, potenziell. Es kommt natürlich Teleport rein und jetzt ist halt die Frage.
Nochmal Gedankengut oder nicht? Ja, der kann uns eigentlich jetzt nicht killen. Er muss aber für den Psychoschock gehen. Wenn ich jetzt für einen Surfer gehe und er angreift... Also meine Überlegung ist jetzt, ich gehe jetzt für einen Surfer und greife an. Dann muss er eigentlich für Protect gehen, um den nächsten Surfer zu überleben, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, eigentlich nicht. Ich glaube, das Ding ist gegessen. Wir brauchen Keldeo noch, es ist zu wichtig. Wir müssen dann raus auf Kretze oder so. Und Fassade drücken. Fassade killt den. Ich glaube, ich muss Krummbein abschmeißen an der Stelle. Um in Dings zu kommen. Wenn er jetzt für Wish geht, dann kotze ich. Oder Protect oder so. Nee, Psychoschock kommt, okay. So, ich muss jetzt in Crabbot. Immer. Diggersby. Aber wir haben das verloren, glaube ich. Wir haben das so oder so verloren. Ob wir jetzt langsamer sind? Maybe. Ja, sehr sicher sogar. Weil der kein Investment braucht, um schneller zu sein tatsächlich, was wild ist. Die Sache ist jetzt die, wenn er jetzt einfach rausgeht und irgendwas abschmeißt, wie zum Beispiel Zapdos oder was weiß ich, Metagross oder ja. Dann kommen wir mit Keldeo nicht an Gardevoir vorbei. Das heißt, eigentlich ist es doch immer Kehrtwende. Right? Eigentlich ist es doch immer die Kehrtwende. P-Shot kommt wieder rein. Ja, okay, ist fair. Ist fair. Kehrtwende kommt. Macht ja auch soliden Damage. Und wir müssen jetzt wieder in Keldeo, diesmal aber angreifen. I guess. Keldeo ist ja irgendwie so unsere Wincon. Also es sind beides noch Wincons. Das Problem ist, dass Krabbit so ein bisschen am Sack gegriffen wurde. Möchte ich sagen. Es ist eigentlich immer Surfer wieder mal. Er muss wieder für Abgangstirade gehen. Oder den sterben lassen, um Gardevoir safe reinzukriegen. Wir müssen für Surfer gehen. Und er muss für Abgangstirade gehen eigentlich. Ich gehe für Surfer. Wir wissen jetzt schon mal, dass wir schneller sind. Das ist eine wichtige Information. Problem an Diggersby ist, dass der nicht... Also der kann zweimal Psychoschock leben. Theoretisch. Praktisch ist es so, dass Tarnsteine sind. Und wir haben ja jetzt schon nur noch 75%, ne? Und die macht er halt mit zweimal. Das Problem ist halt einfach folgendes. Keldeo ist viel wichtiger. Krabbit ist langsamer durch die Para. Und wenn wir uns Keldeo nicht aufheben, geht Terrakium einfach durch. Ja, dann geht Terrakium einfach durch. Ich sehe leider keine Möglichkeit mehr, das zu gewinnen, wenn ich ehrlich sein will. Und wie hole ich das Maximalste noch raus? Eigentlich müsste ich auf Kretze gehen und hoffen, dass ich schneller bin, aber bin ich in keiner Welt. Das heißt, es ist, glaube ich, eher attacken oder flinchen. Ich gehe für Luftschild und versuche den zu flinchen. That's the shit. Und jetzt müsste zweimal Surfer killen. Das Problem ist aber immer noch, dass selbst wenn zweimal Surfer killt, die dann auf einer Range sind, wo der Patronenhieb von Metagross killt.
Weil der macht 12 bis 14%. Der Psyshock macht gegen Keldeo 70 bis 83. Wir haben ja schon nur noch 81. Der kann sogar killen schon an der Stelle. Das ist halt das Problem. Ich gehe jetzt für Surfer. Trotzdem. So. Das war ein Crit, glaube ich. Ja. Das ist wundervoll. Das killt. Okay. Ja, das ist dann verloren. Also hundertprozentig verloren. Weil Terrakium ja immer schneller ist und Terrakium einfach Nahkampf tritt. Ende. Ende der Geschichte. Ja, so ein Ding ist es nämlich. Ja, ist okay. Es ist okay. Es ist ein bisschen... Ich bin offensiv reingegangen. Ich wusste, dass es keine Switch-ins, dass die nicht existieren. Ich wusste, dass Statik Problem werden kann für Crabbit. Ich habe auch überlegt, eine Bäre zu spielen, aber Scarf war irgendwie geiler. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, einfach nur noch Fassade drücken. Wir leben noch einen Move von dem, I guess. Da kann für eine Frühpara hoffen oder so. Keine Ahnung, wahrscheinlich kriegen wir die auch noch. Ja. Ist jetzt halt, wie es ist, ne? Machst du nichts. Da machst du nichts. Ist ein 3-0. Ist nicht schön. Aber... Ja. Wie das halt so ist. Wie das halt so ist. Ja, Fassade, go. Sehr schade. Also wirklich schade. Aber es ist zurzeit auch einfach der Wurm drin. Ne? Es ist einfach der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, was ich... Also man hätte es hier viel besser, also an manchen Stellen viel besser spielen können, ein bisschen predicten und so weiter. Dann heißt es aber im Nachhinein wieder, ja, diese Poketuber, die versuchen immer alles zu predicten, ne? Fancy, Alter. Ah, ihr habt auch keine Ahnung, Digga. GG, Maxi. Und Kurs geht raus an euch. Es ist einfach nur noch bitter. Und es zerrt einfach nur noch an der Motivation. Was, natürlich scheiße ist, ne, ist klar. Naja, Kurs geht raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.